Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit einem gewaltsamen Einmarsch haben sowjetische Truppen den zuvor verhängten Ausnahmezustand in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku durchgesetzt. Die Kämpfe kosteten nach offiziellen Angaben aus Moskau 57 Menschen das Leben. Die aserbaidschanische Volksfront sprach dagegen von mindestens 120 Toten. Staats- und Parteichef Gorbatschow rechtfertigte am Abend das Vorgehen in der vergangenen Nacht. Aufrufe zu Vernunft und Zurückhaltung seien fruchtlos geblieben. In dem Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschanern hätten die Behörden beider Seiten schließlich vor Extremisten kapituliert. Der Chef der aserbaidschanischen KP, Vesirov, wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS inzwischen entlassen. Gorbatschow hatte ihn in seiner Ansprache indirekt kritisiert. Aus Moskau, Gabriele Krone-Schmalz. In dieser Stunde rufe ich alle Bürger Armeniens und Aserbaidschans auf, Vernunft und Klugheit zu zeigen. Mit diesem dramatischen Appell von Staats- und Parteichef Gorbatschow unterbrach das sowjetische Fernsehen heute sein Programm. Gorbatschow warf den Regierungen beider Republiken vor, keine Verantwortung gezeigt und dem Druck von Extremisten nachgegeben zu haben. Heute sähe man, wie hoch der Preis von zügellosem Nationalismus sein kann. Es sei die Pflicht des Staates gewesen, in dieser Situation Militär einzusetzen. Baku, vergangene Nacht. Über die Zahl der Opfer bei den Kämpfen in der aserbaidschanischen Hauptstadt gibt es unterschiedliche Angaben. Während Moskau von 57 Toten und etwa 300 Verletzten spricht, nannten aserbaidschanische Quellen bis zu 3.500 Toten. Sprengstoffanschläge haben die Energieversorgung teilweise lahmgelegt. Und da es allein in den letzten 24 Stunden zu über 40 weiteren Pogromen gekommen sein soll, geht die Evakuierung von Armeniern weiter. 15.000 haben Aserbaidschan bereits verlassen. Wie ernst die Lage ist, zeigt zudem die Tatsache, dass sich der sowjetische Außenminister Shevardnadze heute mit seinem iranischen Amtskollegen in Verbindung gesetzt hat. Der vorerst lokale Konflikt zwischen christlichen Armeniern und muslimischen Aserbaidschanern droht einen größeren Konflikt nach sich zu ziehen. Immerhin leben in der Sowjetunion beinahe 70 Millionen Moslems. Und es besteht Grund zur Annahme, dass islamische Extremisten die Gelegenheit nutzen wollen, den alten Traum eines vereinigten islamischen Reiches zu verwirklichen, über bestehende Grenzen hinweg. Die zu Aserbaidschan gehörende autonome Republik Nachitschewan hat heute ihren Austritt aus der UdSSR erklärt. Im sowjetischen Außenministerium wurde dieser Schritt als beispiellos und illegal bezeichnet. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur IRNA verlangt das Parlament von Nachitschewan den Abzug der sowjetischen Truppen. Es forderte außerdem die Türkei, den Iran und die Vereinten Nationen auf, die territoriale Unverletzlichkeit der Republik zu schützen. Auch die Lage in Armenien bleibt weiterhin äußerst gespannt. Immer mehr Freiwillige schließen sich zu Bürgerwehren zusammen. Von der Grenze zu Aserbaidschan ein Bericht von Josef Dreckmann. In langen Kolonnen bringt die Armee seit letzter Nacht Verstärkung an die Front. Die massive Präsenz des Militärs hat zumindest erreicht, dass die heftigen Kämpfe an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze bei Jerasch abgeflaut sind. Aber nach wie vor ist die Situation äußerst gespannt, können die Auseinandersetzungen jederzeit neu ausbrechen. Aber seit heute wird verhandelt. Aus Erevan traf am Nachmittag eine Militärdelegation unter Führung von Generalmajor Michail Sorkov in Jerasch ein, um mit der aserbaidschanischen Volksfront und dem armenischen Selbstverteidigungskomitee einen Waffenstillstand auszuhandeln. Exakt auf der Grenze fanden die Gespräche statt. Ein Waffenstillstand, das wäre nicht zuletzt ein Erfolg für die Armee, deren Taktik General Sorkov heute nachdrücklich verteidigte. Wenn es zu solchen Unruhen wie jetzt hier kommt, kann und darf die Armee nicht auf das eigene Volk schießen. Wir stehen dazwischen und versuchen, Waffenruhe herzustellen. Und wenn dies nicht gelingt, geben wir Warnschüsse in die Luft ab, damit das Volk sieht, dass die Armee entschlossen ist, zu handeln. Und dann erst, im äußersten, unerwünschtesten Fall, machen wir Gebrauch von der Waffe. Der Vorstand der SED-PDS berät zur Stunde in Ost-Berlin auf einer Krisensitzung über den Fortbestand der Partei. Zur Diskussion steht die Auflösung der Organisation.
In den letzten Wochen hatte sich die SED den Anschein von Offenheit gegeben. Doch heute blieb das Tor zur Sitzung des Parteivorstands im ZK-Gebäude für die Presse geschlossen. Die Parteispitzen schlichen sich ungesehen durch Seitentüren ins Haus. Nur wenige ZK-Mitglieder scheuten die Presse nicht. Aufnahmen von der Sitzung selbst waren nicht erlaubt. Es ging heute ums Überleben der Partei, denn führende Mitglieder haben schlichtweg die Auflösung der SED verlangt. Parteichef Gysi lehnt dies strikt ab. Die SED sei die einzige Kraft, die Eigenstaatlichkeit der DDR noch gewährleiste, sagt er. In einer Verhandlungspause gegen 18.30 Uhr kam ein Vorstandsmitglied zum Luftschnappen nach draußen. Er ist für die offene Diskussion. Wäre es nicht noch ehrlicher, die Partei aufzulösen und mit einer neuen Partei einen Neubeginn zu starten? Na, die Frage, die wird auch breit diskutiert. Aber selbst wenn die neue Partei gegründet wird, dann sind ja auch Mitglieder der alten Partei in dieser neuen Partei. Also wie man es macht, also eine Ideallösung wird man auf keinen Fall finden. Während der Sitzung stellte sich Vorstandssprecher Manfred Wolter der Presse mit unbefriedigenden Zwischenbilanzen. Die Mehrheit sei gegen eine Auflösung. Man diskutiere bewegt weiter. Dennoch, der Riss durch die Partei geht tief. Die SED-Führung ist offensichtlich gelähmt und nicht imstande, einen Einblick in die innerparteiliche Situation zu geben. So bleibt nur die Vermutung, dass Gregor Gysi mit aller Gewalt um den Erhalt der Partei und damit um die Macht kämpfen wird. Die Konsequenz ist klar, immer mehr, auch führende Mitglieder, werden diese Partei frustriert verlassen, weil sie erkannt haben, dass diese SED zu keiner grundlegenden Erneuerung mehr imstande ist. Auch wenn also Gysi heute die Partei noch einmal über die Runden gerettet hat, die Überlebensfrage stellt sich nach wie vor. Rund 5000 Ärzte und Krankenschwestern demonstrierten in Ost-Berlin für einen Abbau der Mängel im Gesundheitswesen. Auf einer Kundgebung forderten sie eine deutliche Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen. DDR-Gesundheitsminister Thielmann von der SED-PDS versprach den Demonstranten, der Regierung vorzuschlagen, die Gehälter für Ärzte zu verdoppeln. Die notwendigen Gelder sollen aus dem Etat des aufgelösten Ministeriums für Staatssicherheit kommen. Die Demonstranten sprachen Thielmann trotzdem ihr Misstrauen aus und forderten seinen Rücktritt. In Leipzig haben sich heute ein Dutzend christliche und konservative Oppositionsgruppen zu einer neuen Partei zusammengeschlossen. Die Deutsche Soziale Union, DSU, versteht sich als Schwesterpartei von CDU und CSU in der Bundesrepublik. Aus Leipzig, Horst Hanow. Das Gasthaus zur Goldenen Krone in Leipzig erlebte heute ein historisches Ereignis. Vertreter von 12 Splittergruppen aus dem konservativen Lager waren gekommen, um eine neue Partei zu gründen. Gäste unter anderem Minister Warnke, CSU aus Bonn, und der Berliner CDU-Generalsekretär Landowski. Die Unionsparteien aus der Bundesrepublik nach wie vor auf der Partnersuche, nachdem es mit der alten Blockpartei der CDU des Herrn de Maizière ja nicht so recht geklappt hat. Die neue Partei gab sich den Namen DSU, Deutsche Soziale Union. Über die Ziele der Partei sagte der gewählte Vorsitzende, Pfarrer Ebeling. Zielstellung der Vereinigung ist es, ein Bündnis zu schaffen, um der Bevölkerung eine klare Alternative für den 6. Mai gegen neue Sozialismus-Experimente anzubieten. Die DSU fühlt sich einer besonnenen, realistischen Politik verpflichtet, die auf die baldestmögliche Vereinigung der beiden deutschen Staaten abzielt. Minister Warnke erklärte, dass CSU-Hilfe in Zukunft hierher fließen wird. Die CDU hat sich noch nicht entschieden, sagte Landowski. Aber ich kann sagen, dass dies eine Unionspartei ist, die von uns, der CDU Berlin, im Westteil der Stadt, vehement unterstützt werden wird. Die neue Unionspartei der DDR will sich nun voll ins Zeug legen, so war zu hören, um den Vorsprung der Sozialdemokraten, die längst mit Unterstützung der Bundes-SPD in den Wahlkampf eingestiegen sind, aufzuholen. Doch das wird nicht einfach sein. Die DSU verfügt weder über eine Organisation noch über eine nennenswerte Zahl von Mitgliedern. CDU-Generalsekretär Rühe hat inzwischen die Bereitschaft seiner Partei signalisiert, die neu gegründete Deutsche Soziale Union zu unterstützen. Neben der DDR-CDU müsse es ein Bündnis für eine Alternative zum Sozialismus geben. Zuvor hatte Rühe die Christdemokraten in der DDR scharf kritisiert. Mit ihrem Beschluss, in der Regierung Modrow zu bleiben, hätten sie die Chance verpasst, Zweifel an ihrem Reformwillen auszuräumen. Ein neues Wahlprogramm und Statut will auch die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NDPD, verabschieden. Auf dem Parteitag in Ost-Berlin nannte ihr Vorsitzender Hartmann die NDPD eine Partei der Mitte.
Sie wolle sich besonders für den Mittelstand einsetzen und fordere die Wiedereinführung des Berufsbeamtentums. Ihr Ziel sei außerdem ein einheitlicher deutscher Staat. Für die Zeit nach der Wahl am 6. Mai kommt nach den Worten von Hartmann eine Koalition mit der SED-PDS nicht mehr in Frage. Ein im Geist der Freiheit geeintes Deutschland wird nach den Worten von Bundeskanzler Kohl ein Gewinn für die Einheit Europas sein. Auf dem Stiftungsfest der Bremer Eiswette versicherte der Bundeskanzler, deutsche Sonderwege und Alleingänge werde es nicht geben. Die Deutschland- und Europapolitik ließen sich nicht voneinander trennen. Der Bundeskanzler fügte hinzu, er könne sich vorstellen, dass es schon bald nach den freien Wahlen in der DDR einen gemeinsamen Regierungsausschuss, ein gemeinsames parlamentarisches Gremium und manches andere mehr geben könne. Bundesaußenminister Genscher wurde heute in Stuttgart der Theodor-Heuss-Preis 1990 verliehen. In seiner Dankesrede rief der Außenminister zur Achtung der Menschenrechte auf und forderte eine neue politische Kultur im Zusammenleben der Staaten. An die Stelle von Strategien des Krieges müssten Strategien des Friedens treten. Personen und Politik Genschers wurden vom Bundespräsident von Weizsäcker gewürdigt. Nach seiner Auffassung ist das Wort Genscherismus zum Begriff für eine verantwortliche Friedenspolitik geworden. Genscher gelte weltweit als vertrauensbildende Maßnahme in Person. Der Bundespräsident wandte sich dann in seiner Rede dem gestern verstorbenen sozialdemokratischen Politiker Wehner zu. Ich denke, auch in dieser festlichen Stunde dürfen wir Herbert Wehner einschließen. Er war gezeichnet vom schweren Weg der Deutschen durch dieses Jahrhunderts. Er hat mit wachem Gewissen und unerbittlicher Konsequenz aus eigenen Erfahrungen Lehren gezogen. Er hat nicht durch Ämter, sondern durch sein Wesen uns alle in seinen Bann geschlagen, das Wohl seines Landes gemehrt und den Frieden in Europa gestärkt. Herbert Wehner war nach den Worten von Bundeskanzler Kohl eine der prägenden Gestalten in der Geschichte der Bundesrepublik. Wehner habe im politischen Streit verwundet und Wunden erlitten. Dennoch habe er sich Respekt und Anerkennung über parteipolitische Grenzen hinweg erworben. In einem Nachruf der SPD bezeichnete der Vorsitzende Vogel Wehner als einen der herausragendsten Vorkämpfer der Partei. Die Öffnung der SPD zur Volkspartei, der Übergang aus der Opposition in die Regierungsverantwortung sowie die sozialdemokratische Ost- und Deutschlandpolitik seien auf immer mit seinem Namen verknüpft. Eine Gedenksendung für Herbert Wehner bringt das Erste Deutsche Fernsehen heute Abend um 22.05 Uhr. Die amerikanische Raumfähre Columbia ist heute Nacht halb 2 Uhr Ortszeit sicher im kalifornischen Edwards gelandet. Dies sind Bilder einer Infrarotkamera. Da gestern hier Nebel herrschte und dann noch einer von 5 Bordcomputern ausfiel, wurde die Landung 2-mal verschoben. 10 Tage, 21 Stunden und eine Minute war Columbia im All. Ein neuer Rekord für Raumfähren. Beim Aufsetzen mit an Bord ein Forschungssatellit, den die 5-köpfige Besatzung im All angesteuert und geborgen hatte. Der nächste Shuttle-Start ist für Mitte Februar geplant. Bei den offenen australischen Tennismeisterschaften in Melbourne hat Boris Becker das Achtelfinale erreicht. Becker, der den Franzosen Olivier de Lettre klar in 3 Sätzen schlug, trifft nun auf den Tschechoslowaken Miloslav Mečir. Auch die Münchnerin Claudia Porwik steht im Achtelfinale, nachdem ihre Gegnerin Gabriela Sabatini bei einer 6:2-1:0-Führung verletzt aufgeben musste. Die Weltranglisten-Dritte aus Argentinien war während eines Netzangriffes umgeknickt und musste im Rollstuhl vom Platz gebracht werden. Bei den deutschen Meisterschaften im Florettfechten sicherten sich heute in Tauberbischofsheim Olympiasiegerin Anja Fichtel und Ex-Weltmeister Matthias Gay ihre 5. Einzeltitel. Anja Fichtel besiegte im Endkampf Sabine Bau. Matthias Gay gewann das Finale gegen Ulrich Schreck. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 21. Januar. Auf dem Satellitenbild ist es über dem Atlantik überwiegend stark bewölkt. Von Finnland ausgehend erstreckt sich ein Wolkenband über Mitteleuropa zu den britischen Inseln. Es gehört zu einer Kaltfront, die im Laufe der Nacht unter Auflösung die Alpen überquert. Von Westen her folgen weitere Frontensysteme nach, die vor allem das Wetter in der Nordhälfte Deutschlands beeinflussen. Die Vorhersage für morgen. In der Nordhälfte vielfach bedeckt und zeitweise Regen.
sonst stark bewölkt mit vorübergehenden Bewölkungsauflockerungen und weitgehend niederschlagsfrei. Tiefstwerte plus 6 bis 2 Grad, im Süden örtlich leichter Frost. Tageshöchstwerte im Südosten um 4, sonst 5 bis 10 Grad. Schwacher bis mäßiger, nach Norden zu starker, an der See stürmischer Wind aus Südwest bis West. Die weiteren Aussichten, am Montag wenig Änderung. Die Tagesschau meldet sich wieder gegen 21.50 Uhr.